Das erste Ziel ist erreicht. Den Kampf um den Parteivorsitz hat Armin Laschet für sich entschieden. Doch das Amt des Kanzlerkandidaten fällt ihm dadurch nicht automatisch in den Schoß. Im Frühjahr will er mit CSU-Chef Markus Söder eine Entscheidung treffen. Ins Hintertreffen scheint in der K-Frage nun Gesundheitsminister Spahn geraten zu sein, den Laschet indirekt wohl aus dem Rennen genommen hat. Er war Teil des Teams, er bleibt Teil des Teams. Aber in 75 Jahren CDU- und CSU-Geschichte war es immer einer der beiden Parteivorsitzenden. Für Söder sprechen in der K-Frage seine deutlich besseren Umfragewerte. Bundesweit halten ihn viele für den geeigneten Nachfolger von Angela Merkel. Er hat eine geschlossene Partei hinter sich, die CSU, und er liegt in den Umfragen weit klarer und deutlicher vorn als Armin Laschet. Das heißt, es wird kein Weg an Markus Söder vorbeigehen. Auch nach dem Sieg Laschets sprechen die Zahlen eine deutliche Sprache. 43% der Deutschen halten Markus Söder für den besten Kanzlerkandidaten der Union. Armin Laschet kommt dagegen auf gerade einmal 12%. Jens Spahn liegt dahinter bei rund 9%. Doch neben der K-Frage muss der neue Vorsitzende auch für Ruhe in der CDU sorgen. Unzufrieden zeigten sich etwa einige CDU-Verbände in Ostdeutschland nach der Niederlage von Friedrich Merz. Der Landesverband Sachsen-Anhalt nannte Laschet etwa einen Funktionärskandidaten. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer versucht dagegen zu vermitteln. Merz und seine Anhänger sollen konstruktive Vorschläge machen und nicht überzogene Forderungen stellen, wie etwa den Posten des Wirtschaftsministers. Es wirkt etwas verstörend und deswegen ist es auch richtig, dass das jetzt überhaupt gar nicht die Frage ist. Wer aus der Mittelstandsvereinigung, wer aus anderen auch Gruppierungen und auch wenn es Einzelpositionen sind, jetzt Vorschläge hat, der soll sie an uns schicken, an den CDU-Bundesvorstand, an Armin Laschet, auch an mich und wir werden diese Positionen einbauen. Sorgen vor Unruhe hat auch der Chef der Jungen Union, Tilman Kuban. Die Nachwuchsorganisation müsse nun Laschet den Rücken stärken, obwohl man sich zuvor für Friedrich Merz ausgesprochen hatte. Nach dessen Niederlage seien bei Kuban bereits erste Austrittserklärungen von JU-Mitgliedern eingegangen.